Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ja, es gab ein großes Update. Nämlich, das hier ist dazu gekommen. Der Pass. Ein Bürgermeisterpass. Wenn man Aufträge macht, bekommt man Punkte. Und für die Punkte bekommt man zusätzliche Belohnungen. Nice. Außerdem haben sie das Interface hier ziemlich angepasst. Zum Beispiel hier ist jetzt unser Lager. Und die Sachen hier wurden auch ein bisschen verschoben. Die Einstellungen hier waren vorher hier irgendwo. Ja, würde sagen, weiter geht's. Und als erstes kommt ein Ausbau. Habe ich in der letzten Folge vergessen. Okay, Alien Invasion 1. Sammeln wir ein paar Steuern ein. Upgrade. Ah ja, okay. Ein paar Sachen. Können wir das machen? Nein. Das hier? Nein, das habe ich schon gemacht. Ich muss es einfach der Lager... Platz war so begrenzt. Aber das hier können wir machen. Erweitert. Oh. Öffnen Sie 12 Erweiterungen in der Spielkarte. Cool. Schnell die Straßen erweitern. Und unsere unsere Kapazitäten werden langsam knapp. So, alles ein bisschen verschoben. Und oben rechts machen wir eine Kiste auf. Okay. Ja, ist ganz okay. Haben wir zu wenig. Okay. Ja, hier kann ich ein paar Sachen verkaufen. Nein, danke. Ja. Mache ich. Okay, ich würde sagen, machen wir ein paar Aufgaben. Wohngebäude ausbauen. Start. Ein Levelaufstieg. Unterhaltung freigeschaltet, okay. Oh, und hier sind Dinge vom Bürgermeisterpass. Gucken wir uns gleich an. Unterhaltungszentrale. Bauen wir uns mal die direkt hier hin. Ein Hotel. Ein Amphitheater. Messegelände. Tennisstadion. Leichtathletikstadion. Baseballstadion. Footballstadion. Fußballstadion. Ah, okay. Ja, nice. Direkt ein neues Haus hinbauen. Beanspruchen. Haben wir schon was? Ah ne, 2000 brauchen wir. Okay. Katastrophen auslösen, das machen wir heute auch noch. Die Alien-Invasion, aber ein bisschen später. Hä? Hier war doch ein Ausrufezeichen. Ach so. Upgrade. Nice. 10% Effektivität. Ein Gitter. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister. Sie können jetzt mit neuen Lama-Tempomarken noch schneller Objekte herstellen. Okay. Lama-Marken.
Ja, gut. Das mache ich mal kurz weg. Oh. Was ist hier los? Die Straßen der Stadt sind überlastet. Ich habe die doch erst vor kurzem geupgradet. Auf Hauptstraße upgraden. 24.000. Oha. Und hier auch. Die sind jetzt noch ein Stückchen breiter. Ich habe gehört, hier soll irgendwo eine coole Parade steigen. Eine Parade? Ich gucke mir das mal kurz an. Okay. SimCity Bank. Ah, okay. Premium Pass. Stufe 2. Stufe 8. Premium Pass. 14. Okay, nice. Sollen wir davon schon was kaufen? Oh. Stadion. Oper von Sydney. Das alles nicht, oder? Opernhaus Oslo. Eishockey-Arena. Hochzeitshalle. Nachtclub. Okay. Und das geht alles nicht. Okay. Endet in 70 Tagen. Für 3000 Simoleons brauche ich noch 400 Punkte. Die Katastrophe mache ich gleich. Ah, es fehlt noch eins, okay. Schade. Schade, schade. Parks. Oh, Dolly der Dinosaurier. Okay. Noch irgendetwas. Okay. Der meinte, der hier da meinte irgendwas von einer Party, aber von einer Parade, aber ich weiß gerade nicht, was der meint. Irgendwas Neues, was ich verpasst habe? Okay, keine Ahnung. Und das Stadtlager ist voll. Okay. Mache ich mal das hier und das hier. Das hier. Damit mal alles ein bisschen hochgezogen wird. Habe ich nicht. Oh, von den Mützen haben wir viele. Eine Kiste habe ich die bekommen. Oh, Heinz wurde auch überarbeitet. Heinz Gesicht. Kauf ich erstmal alles. Ich habe ja genug Geld. Ich
Ich würde mir so viel kaufen, wenn ich die Handelszentrale freischalten könnte. Geht aber leider nicht. Boah, das wird hier ein hohes Gebäude. Es wird ja höher als alle anderen. Oh, doch nicht. Nur die Fassade war so hoch. So, das mache ich mal kurz weg. Ja, es dämmert, es wird langsam dunkel. Mit dieser Dunkelheit machen wir eine Alien-Invasion. Und leider nicht. Ach komm, als ob das jetzt nicht reicht. Dann machen wir nochmal Erdbeben. Und los geht's. Oh nein, die kleinen Häuser sind betroffen. Erdbeben, alle unter die Tische. Oh Mann. Ja, okay, es waren ziemlich kleine Häuser. Nein, nicht im Ernst. Ich habe das vergessen zu aktivieren. Das hier. Ich bin so dumm. Ach, Leute. Ja, ich gebe zu, ich bin dumm. Ich habe das einfach vergessen. Holz und Mineralien, Holz und Nagel. Okay. Ja gut. Ich mach's. Komm, wir bauen irgendwas von der Unterhaltung. Ein Hotel hat einen ziemlich kleinen Radius. 10x10. Es bringt genau dasselbe, nur das Amphitheater ist teurer. Oh, das ist aber ganz schön groß im Gegensatz zu den anderen beiden. Aber zu groß. Alter, warum müssen die denn so groß sein? Ich habe keinen Platz dafür. Ich hole mir jetzt ein Hotel. Da wäre es am besten. Ja, wow. Muss ich das hier leider umstellen. Okay. Mache ich das Haus mal kurz weg. Dann hole ich mir einfach ein Hotel. So. Bevölkerung steigt. Ah, ich dachte, ich könnte es noch verschieben. Upgrade. Oh, jetzt kann ich Alien-Invasion machen. 120.000 Einwohner. Ich kann den Flughafen machen, stimmt's? Ja, nice, ich mach's. Oh, okay, ein Tag, 7 Stunden. Ja gut, bis zum nächsten Mal ist der dann fertig. Nein, danke, ich brauch das hierfür. Leute, warte mal. War da gerade eine Leiter? Ja, moin, die Leiter. Keine Ahnung, wo die herkommt. Ich kann das hier upgraden. Nice, muss ich mal gucken. Woher kommt die Leiter? Ah, okay, von hier.
Nice. 23, 25, 21. Oh, freigeschaltet. 21. Okay, gut. Materialien. Das sagt er mir echt früh, dass es jetzt Leitern gibt. Pariser Viertel. Bürgermeister, ich wollte immer in Paris leben und Bücher schreiben. Könnten Sie uns ein Pariser Viertel bauen? Mehr Anzeigen. Pariser Viertel. 5 Lieferungen nach Paris. Abschließen. Arc de Triomphe. Eiffelturm bauen. Kann ich jetzt schon Pariser Häuser bauen? Ah nee, ich muss den Flughafen erstmal freischalten. Ich baue den ja erst. Okay, gut. Ja, okay. Ich wollte euch eigentlich die Alien-Invasion zeigen. Hab's dann auch noch verkackt, das hier zu machen. Tut mir sehr leid, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss. Hi, Leute. Ich habe was entdeckt. Bei Wahrzeichen. Müssen wir ganz nach hinten gehen. Stonewall Inn. Generiert Ereignisse. Und dieser Stonewall Inn generiert nicht nur Ereignisse, sondern auch die Parade, von der diese eine Person da geredet hat. Ich frage mich, wo ich das hinstellen soll. Das hat sogar so einen mega großen Radius. Das ist schon ein bisschen beängstigend, sage ich mal. Da kommt das gut hin. So, plus 24.000 Einwohner und Kultur City. Oh, und große Stadt. Gleich zwei Sachen hintereinander. Fabriken? Ah, Fabriken ausbauen. Ich wollte es nur kurz hinzufügen und dann kommt alles hinzu. Ja, okay, jetzt haben wir die Nanotech-Fabrik. Ja, nur kurz nach oben verschieben. Planieren und planieren. Nanotech-Fabrik. Nice. Kostet zwar super viel, aber das stört mich gerade gar nicht. Hochleistungsfähig, sauber, alles, was man braucht. Oh, danke schön. Dann können wir das hier noch schnell machen. Haben noch einen goldenen Schlüssel mehr. Schade, dass ich das nicht da machen kann. Ja gut, ich wollte euch eigentlich nur kurz dieses Stonewall Inn zeigen. Doch dann habe ich direkt Nanotech-Fabriken bekommen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.